Leute, herzlich willkommen zurück bei KB Show. Ist euch eigentlich schon aufgefallen, dass immer mehr Leute im Winter, wie soll ich das sagen, schlechte Laune haben? In der Disziplin schlecht gelauntestes Land belegt Deutschland ohnehin schon die obersten Plätze. Aber sobald es draußen etwas kälter wird, drehen einige so richtig durch. Nein, jetzt hast du deine Schnauze! Scheiße! Hast du ein Problem? Geh weiter! Was ist dein Problem? Haben die ein automatisches Update fürs Beschweren? So eine Art Firewall gegen gute Laune? Nehmt doch mal uns Russen als Beispiel. Unsere vier Jahreszeiten heißen nicht Frühling, Sommer, Herbst und Winter, sondern kalt, ein bisschen wärmer, arschkalt und oh mein Gott, wer hat sich eigentlich die Scheiße ausgedacht? Trotzdem vergeht uns dabei nie die gute Laune. Nein, das liegt nicht alleine daran, dass durch unsere Adern angeblich Wodka fließt, obwohl bei diesem Typen eigentlich schon. Aber es gibt auch Ausnahmen, wie zum Beispiel dieses Mädchen hier. Sieht sie etwa aus, als hätte sie schlechte Laune? Und sie hätte eigentlich allen Grund, sich zu beschweren, wenn man überlegt, dass sie wahrscheinlich gerade mit einem Seil aus der Unterwäsche meiner Oma aus dem 10. Stock springt. Und so würde das Ganze wahrscheinlich auf Deutsch aussehen. Ja, ich würde gern Bungee springen. Gibt es da nicht Rabatte für besonders gut aussehende Frauen? Nee, russische Bungee ist umsonst! Umsonst? Dann kann es wohl nicht so gut sein. Haben Sie überhaupt eine Berechtigung dafür? Hä? Berechtigung? Was ist diese? Ein Zertifikat, eine abgeschlossene Ausbildung im freien Fall? Wodka! Qualifikationen? Sind Sie TÜV geprüft? Den Bitch will ich abknallen! Haben Sie das Formular F des Antrags Römisch 7 zur Benutzung von öffentlichen Bungee-Plätzen ausgefüllt und bis 30. Februar eingereicht? Bitch! Und wie steht das mit Ihren Sicherheitsvorkehrungen? Gibt es Schadensersatz im Falle eines Fingernagelbruchs? Weißt du, wer ich mich gerade fühle? Wieso nehmen manche Leute das Leben nicht einfach ein bisschen locker? Schnappt euch doch eure Freunde und habt mit denen ein bisschen Spaß, Gangbang oder so, oder tanzt wenigstens mit denen, wie diese durchgeknallten Schweden. Genau. Und wenn euch die passenden Dance Moves noch fehlen, erstellt euch schon mal eine digitale Version von euch selbst. Meine Mama sagte mir, du wirst nie ein Mann werden! Da schaust du jetzt blöd aus der Ehrenanstalt, was? Hast du schon mal ein Kind mit so vielen Brusthaaren gesehen? Ha? Aber wenn ihr genauso faule Nerds seid wie wir und euch lieber in die Hose macht, anstatt aufs Klo zu gehen, weil das ganze 2 Schritte von einem Computer entfernt ist, dann könnt ihr es machen wie dieses Mädchen. Die bewegt sich genauso viel wie ein Mädchen in einer Disco. Wenn ein Mädchen zu dir sagt, hey, lass mal tanzen gehen, meint sie, dass du dich zum Affen machen sollst, während sie auf ihren hohen Schuhen rumsteht und sich als krassesten Dance-Move maximal durch die Haare streicht. Ach, alle wollen mich haben, sogar die Putzfrau. Mädels, die mit hohen Schuhen nicht mal geradeaus bis zum Klo laufen sollen, können auf jeden Fall bei der in die Lehre gehen. Jungs, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ab jetzt ist es meine absolute Traumfrau. Ich möchte, dass ihr mich mal mit ihren sexy Füßen massiert. Danach sehe ich wahrscheinlich so aus.
Yeah. Also Mädchen, wenn ihr das auch schafft, dann habt ihr meinen absoluten Respekt und eine Bro-Fist. Und spätestens wenn ihr das mit 10 cm Absatz schafft, dann führe ich eine Geschlechtsumwandlung durch. Ich lasse mich in einen Mann umwandeln. Das war schon wieder von der KB-Show. Wenn es euch gefallen hat, dann wäre es nett, wenn ihr das Video liken würdet und vergesst nicht zu abonnieren, um neue Videos nicht zu verpassen. Oder beantwortet uns doch in den Kommentaren folgende Frage. Was macht ihr gegen schlechte Laune? Außer YouTube-Videos angucken. Viel Spaß euch und bis zum nächsten Mal. Jump! Я прошу, 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 прошу,